Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Im letzten Part hatten wir an diesem Rätsel ein bisschen Verzweifel, war es am Ende gelöst. Und nun geht's zu Neville mit Schwierigkeit 2. Eieiei! Schauen wir doch mal, wie das Level hier wird. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es, ja, einigermaßen machbar wird. Wir haben wieder als Fähigkeit, dass wir in dem mehr Blöcke reinbekommen. Okay, die können ein bisschen ätzend werden und hier hilft uns eine Feuerblume, an die ich einfach, weil ich dumm bin, gerade gar nicht drankomme. Und jetzt haben wir sie. Ja, ne? Gut erkannt. Dass dieser Vogel eher auf mich abgesehen hat und sogar das Beta wird er mich, denke ich mal, noch treffen. Das garantiert es. Ah. Oh, jetzt wollte auf den drauf springen. Das hat das erste geklappt. Ah! Okay, okay. Können die Vögel da rein? Tatsache! Au! Digga, was war denn das? Ah, scheiße. Jetzt auch noch so ein klein. Sehr sympathisch, aber jetzt kommen wir jetzt hier immer wieder zu einem großen Mario machen. Ich dachte, dass hier jetzt ein Item rauskam. Irgendwie diesmal nicht. Bisschen uncool, aber was soll's. Die Blöcke können einzeln sehr helfen, wie man sieht. Ja, das Heck wird nachher auch noch einen größeren Sinn haben. Sag jetzt mal voraus. So. Out, den habe ich das alles wirklich nicht kommen sehen. So, ich sag nur mal so viel, diese Dinger hier sind bestimmt nicht ohne Grund hier. Ja, yeah, genau. Dass man hier so kommt, bestimmt ein cooles Extra-Feature. Schau mal an, was wir hier haben. Oh, cool. Damit können wir wegfliegen. Ah, ja, yes, Leute. Ja, hallo. Ja, moin. Was sind wir denn hier gelandet? Oder wir fliegen halt auch nicht weg. Kann man es einfach mies verkacken. Kann man es nochmal irgendwie machen oder haben wir es einfach reingeschissen? Ich glaube, wir haben es einfach reingeschissen. Ich hab mal B gedrückt und wollte auch so springen, aber irgendwie. Ne, also klasse war das gerade tatsächlich nicht. Was soll's, it happens. Dafür danke, bekommen wir hier wenigstens mal ein neues Item. Ach, come on. Wahrscheinlich wäre ja noch irgendwas Cooles drunten gewesen, aber ist auch wurscht. Nächster Versuch, vielleicht gibt's das hier das Item wieder. Ne, aber immerhin gibt's hier. Oh, tschüss. Ich habe immer noch Herzklopfen. Und dabei habe ich nur zu. Ja, Herzklopfen habe ich auch noch. Autz, der hat mich mal wieder erwischt. Wird irgendwie mehr Sound, dass ich nach oben gehe, habe ich so ein Gefühl. Das ist Wundersamen, perfekt. Gut, 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 jetzt wird's, oh Gott, jetzt wird's hier richtig crazy. Ja, ja, das wird's immer verrückter. Und das ist eigentlich ganz cool. Abgesehen davon, dass ich jetzt dagegen gelaufen bin. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Aber sometimes passieren eben auch die dümmsten Geschissen. Und wir werden wenigstens wieder groß, jawollo. Ich darf echt nicht gegen die Dinger springen, Mann. Wieso mache ich das denn? Bin ich denn so hinverbrannt? Du mach das. Ich habe immer noch Herzklopfen. Und dabei
So, nächster Versuch. Ich bin zwar immer noch klein, aber... Mal bekomme ich das einfach hin und easy ist es. So, du bist auch auf diese blöden... Vögel aufpassen. Auch solange die anderen den Weg frei machen, weil die haben immer nur die... denselben Weg, den die quasi immer und immer wieder gehen. Immer die nicht in ihr Visier kommt und schnell unterwegs ist. Passt das auch ganz gut. Aber ist so ein Eindruck! Oh nein, das war aber auch fieser an der Stelle. Nee, wir nehmen das und ist, da gibt es dann wohl ein Abgleis und dann klappt das auch. Da was du diesmal nicht stand. In Verkacken ist der Meinung, dass wir wieder auf die Vögel drauf springen sollte, weil das nämlich keine gute Idee. Ich habe immer noch Herzklopfen. Und hier, ach komm, jetzt hätte ich hier kleiner, okay, das hat's. Oh, Digga. No. Wie unnötig. Scheiße. Muss wieder ein bisschen mehr konzentrieren hier, ich sehe es schon. So, danke für den One-Up. So, ich weiß gar nicht, gab es hier noch irgendwas Sinnvolles? Nur Münzen. Ich habe immer noch Herzklopfen. Und dabei habe ich nur zugesehen. Nein, wie unnötig. Ich bin halt wieder klein, ein kleiner Keck, aber das macht nichts tatsächlich. Darf's diesmal einfach trotzdem. Wenn wir ganz nüchtern betrachten, ist das ja alles nur halb so wild. Wenn man nur schnell genug ist, klappt das alles auch. Oder halt auch nicht. So, versuchen wir mal, weiß nicht wie viel. Also, man zieht erst wieder das One ab, perfekt. Ah, diese Dinger, die sind... gar nicht mehr so ganz übel. Ich finde es zum Beispiel cool, wie die Cooper direkt angepisst sollen, wenn man... nun deren näher ist zum Beispiel. Ja, nein, sind wieder an der Anstelle. Gibt's da nichts? So wieder bin ich klein, ey, ich seh's wieder vor mir. Jetzt derselbe Bullshit hier ist wieder passiert. Immer noch sieben, das gibt's ja nicht. Soll er jetzt haben was, okay? Ich fälle schon wieder rum hier. Auf einer nicht mehr schönen und vertretbaren Ebene. Man sieht es jetzt, das ist groß. Nein, bis ich da reinkomme. Dies ist gut gealtert, komm. Hab's denn jetzt keinen Bock mehr? Na, die Scheiße klappt natürlich jetzt super. Muss man aber nur super, super schnell sein. Ey, ihr kommt, da warst du wirklich noch da drüber. Also das ist jetzt wirklich das. Sie müssen wirklich bald den Jassi aus der Birne. Weil auch keinen Bock jetzt hier alle Leben zu verlieren. Ey! Komm, das ist als Betrug. Ich habe immer noch Herzklopfen.
Okay, Yoshi, let's go. Und halt auch nicht. Aber jetzt bleib ich einfach mal groß, dann ist es auch alles halb so wild. Nein, jetzt ist wieder die alte Koopa im Weg. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Sie könnte ganz in der Nähe sein. Also, mach, also das ist irgendwie verhext. Das müssen wir einfach als kleine Mario machen. Das schaffen wir jetzt aber auch ganz easy. Also, siehst du, wir schaffen jetzt wirklich nur noch ein Level pro Part. Das wird ein bisschen ein längeres LP werden hier, aber dies ist ja komplett legitim. Ich stelle mich gerade ganz belastend an hier. Bitte ach, come on. Oh, no. Komm. Ich will jetzt einfach groß starten und ein Item haben. Verdoppelt hält besser. Damit kann man damit alles einfach wegbrutzeln. Was ein meint, hier nicht wäre, kommen zu müssen. Oder halt auch nicht, Digga, wieso ist das... Ach, come on! So, ich würde euch das ganz einfach, kann ich nicht irgendwie Charakter wechseln? Müsste. Würde gar nicht gern Charakter wechseln. Ich mach das dieses Level, weil das nervt mich gerade erst. Ich mach das jetzt. Wenn ich bestimmte Anzahl mal in Fällen, da wechsle ich nämlich Charakter. Und Zero Sims auch. Wir haben genug Leben verloren. Ich wechsle jetzt mal zu dem roten Yoshi ganz unauffällig. Rote Mario auf rote Yoshi. Fällt nicht auf! Wir machen das Level des rote Yoshi nochmal. Let's go. Muss da was trinken. Das ist das. Ah, sag's Leute, das geht gar nicht fit. So. Ja, zum Glück habe ich nicht auf die Blume abgesehen. So. Ich mache noch die Sinnerblume hier. Gibt die. Oh, das habe ich jetzt auch noch. Und jetzt. Jetzt, wo ich einmal ein bisschen Skill habe hier, ne? War eh nichts passiert. Das gibt's ja nicht. Jetzt wäre es oder so groß da reingekommen. Ist doch irgendwie sass. Ich beende mir das Level aus ganz, ganz schnell. Ach, für unnötig. Ja, okay, jetzt wäre es in zweimal gestorben. Ich sag's. Hier ist nicht schon wieder. Dann müssen also komische Fehler, die irgendwie auch erst jetzt gesellig passieren, halt noch nie davor irgendwie. Das jetzt sind. Das war ja die Stelle, ich einfach so fies.
Und Gott sei Dank wird jetzt alles wieder normal. Besser ist es auch. Und es ist cool, dass ich die Dinger einfach fressen kann. Komm, jetzt rinnt er irgendwo rein, oder? Keines Ball! Yay, da machst du das, die Level beendet. Cool! Bekommt uns Sache wundersam. Perfekt! Yay! So, siehst du, wir müssen uns unbedingt wieder One-Ups farmen. Ich hab mir wieder ein paar Leben verloren, so. Und es wird Level geben, das war in dem Fall, in dem ich jetzt unnötig, aber es wird wirklich Level geben, da, ja, wird das halt alles ein bisschen belastender werden. Wir haben mal wieder ein paar Münzen verdient, die wir eigentlich auch bald wieder ausgeben können. Das ist super, jetzt will ich erstmal Charakter zurück zu Mario. Wechseln wir mal, wir können auch mal Durst probieren und bin ich dann einfach mal Pizza zum nächsten Part. Und das ist ein gutes Stichwort, im nächsten Part geht's weiter. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao!